Hallo und herzlich willkommen zu Life is Yodel. Das letzte Mal haben wir ja noch mal weiter hier an unserem Häuschen gebaut. Das werden wir jetzt nun fortführen. Wir haben auch ein bisschen Geld gemacht, also ein wenig Geld verdient, so dass wir, ich glaube, ich zeig's mal hier, so dass wir dann uns mal die Türen kaufen können. 6 Gold, ordentlich Silber und ein bisschen Kupfer. Ja, so noch ein paar, ich glaube 30, 36 Holzstämme fehlen noch, die werden wir jetzt noch holen. Fenster, müssen wir mal gucken, was wir dafür brauchen. Ich denke mal, wenn es Geld reicht, werden wir uns die Metal Bands ebenfalls kaufen. Knackpunkt ist halt jetzt aktuell noch die Seile, da müssen wir gucken. Oh, gut, Feld müssen wir nochmal bestellen, aber das hat jetzt erstmal Zeit. Wir brauchen erstmal ein Haus. Das Knistern hinten war ja der Ofen oder die Feuerstelle, die ist ja kaputt gegangen. Dafür muss ich mal nochmal ein bisschen Eisen einschmelzen. Moment, das könnten wir eigentlich parallel machen. Das mache ich später. Verdammt. Haben ja hier hübsch unsere Bäume angepflanzt, die sind ja mittlerweile nochmal gewachsen. Somit werden wir die jetzt mal niedermachen. Was der Herr jetzt mal wieder vergessen hat, ist die Sprouts rauszuziehen. So, ein Mist aber auch. Ach, irgendwas ist immer. Egal. So, sägen wir Building Blocks raus. Könnten ja drei Stück tragen. Dann schmeißen wir gerade mal einen Ofen an. Ich brauche nämlich ein paar Lamps, um ein Messer herzustellen, damit ich das Geknister da hinten abstellen kann. Jo, sollte reichen. Selbst müssen wir auch mal gucken, dass wir so langsam was essen. Da jetzt einige Zeit vorbei rumgegangen ist, ist irgendwie, ich weiß nicht wieso, diese Baklava, die ich mir ja aufgehoben habe, spurlos verschwunden. Das heißt, bevor wir hier unsere Hütte hochzimmern können, müssen wir nochmal gucken, dass wir uns irgendwas Ordentliches zu essen kaufen. Oder herstellen. Wie sieht's denn jetzt eigentlich mit dem Skill Kochen aus? Ach, Cooking, guck dir das mal an. Skill 92. Badam. Jetzt aber zuerst die Sprouts rausziehen.
Reicht das mit 30? Ich will's hoffen. Ich will nicht nochmal anfangen. Irgendwie kriegen wir schon noch die 30 Stämme hier bei geschafft. Sind ja hier in Forestry auch schon recht gut. So dass wir früher oder später mal hingehen können und ein paar ordentliche Bäume uns suchen, die dann hier zu pflanzen. Diese Spitze sieht seltsam aus. Das da ist doch wieder Wildwuchs. Was? Nein, nicht Inspekt. Heieiei. Das fällt einem immer erst auf, wenn es langsam hoch geht, dieser Balken. So, aus dem Rest waren es ja, dass wir da Billets machen können. Falls ihr es schon noch nicht entdeckt habt, hier unten steht ein Hirsch. Es ist ein Update gekommen, sodass die Spawnpunkte der Tiere nochmal neu verteilt wurden. Das heißt, ich habe nochmal was zu essen in der Nähe. Müsste man theoretisch nochmal über die Insel laufen, gucken, was hier noch rumkreucht und fleucht. Aber eigentlich, Hunger leiden müssen wir ja jetzt nicht mehr, seit wir hier die Stelle haben. Wir müssen nur gucken, dass wir was zu essen mal gekocht kriegen. Das letzte habe ich alles verkauft. Was sich aber gelohnt hat, denn wir haben das Gold zusammen und können jetzt unsere Türen kaufen. So, da das Wildwuchs ist, machen wir ihn gerade mal weg. Ich glaube, ich muss mir gleich ein paar Äpfel reinpfeifen. Oder das Eisen wird gleich gut und ich kann mir ein Messer machen. Und dann können wir mit ein paar Repair-Kits mal einen Ofen soweit nochmal reparieren, dass wir uns was zu essen schnell craften können. Ich denke, Boiled Chicken wird da jetzt erstmal ausreichen. Das sind noch drei, da sind nochmal drei, macht 6, 12, 18. Immer noch 18 Stämme Minimum, wo ich hier rauskriege. Brauche ich noch.
Das könnte fast ganz genau aufgehen. Ist das da hinten auch ein Wildwuchs? Könnte es sein, dass man Wildwuchs an dieser Schräge hier unten erkennt? Und gibt es diese Anzeichen auch bei anderen Bäumen? Ich glaube, wir müssen demnächst nochmal einen Feldversuch starten. Der hier war es, glaube ich, ja. Habe ich da jetzt die Sprouts rausgezogen? Ich glaube ja. Gut, da wir ja jetzt mit dem Hausbau fertig sind, brauchen wir jetzt nicht mehr unbedingt die ganzen Sprouts. Ich weiß. Nein, nicht sehen. Ach, Herrgott, Sakra. Aber so einen gesunden Bestand von 20 Sprouts, wovon ich dann 10 Stück aussähe, hätte ich dann doch ganz gerne. Die Vorfreude aufs Haus steigt. Wobei ich ja jetzt leider Gottes noch warten muss, bis dann der Handel durchgeführt wurde. Der findet hier immer um 3 statt. Das heißt, wir haben noch ein bisschen Zeit, bis wir das Ganze einkaufen müssen. Aber wir werden es gleich schon mal machen. Wenn dann das Geld reicht, werden wir vielleicht noch ein bisschen was einkaufen, damit wir uns ein bisschen was Besseres zu essen machen können. Müsste man mal die Rezepte durchstöbern. So, zuerst die Sprouts rausziehen. Ja, fällt doch ineinander. Wenn wenigstens die anderen noch umgefallen wären, so à la Domino. Oha, 500 Hungerpunkte. So langsam wird's knapp. Da fällt mir ein, wir müssten mal nochmal nach dem Eisen gucken.
Ja, okay, ich sehe es ein. Ich muss gleich einen Apfel essen. Wobei, soweit ich weiß, kann man hier ja gar nicht verhungern. Das Einzige, was passiert ist, dass einem die Ausdauer komplett auf Null geht. Und das war's. Dann steht man irgendwann dumm in der Gegend rum. So, da blubbert's. Dachte ich mir. So, die Schmelzkelle könnten wir uns mal schon mal holen. Schmiedehammer. Ups. Ja, was zu essen vergessen. Boiled Eggs. Warum nicht? Ja. Gut. Hoppla. Mir jetzt auch schon lange nicht mehr passiert, dass ich Steam Overlay einfach angemacht hatte. Aber die Boiled Eggs sind gar nicht so schlecht. Von denen haben wir ja noch ein paar. Wir haben ja einige hergestellt, weil die ja eigentlich für weiterführende Rezepte sind. Aber wenn Not ist. Außerdem, hey, wir haben morgens Frühstücksei. Passt. Oh, das passt perfekt. Noch 9 Stück. Ich glaube, da lasse ich die Stämme jetzt erstmal liegen, damit ich sie nochmal finde. Ist jetzt doch ein bisschen verstreut geworden. Ach, und die Trottel habe schon wieder vergessen. Ach. Okay, 10 Sprouts haben wir wenigstens safen können. 10 Stück sind sicher. Die müssen wir irgendwann mal nochmal vermehren, das geht so nicht. In einer Kiste waren ja auch noch ein paar Sprouts. Ich muss mal gucken, was das überhaupt für welche sind. Moment, ich kann doch nur 3 tragen. Seit dem letzten Update immer die Fenster schließen, ansonsten buggen sie weg, man hat sie nicht mehr. Der Hotfix dafür soll demnächst rauskommen, wann wird sich zeigen. Hab gerade mal geschaut, Steam sagt dazu immer noch nichts.
Moment, da kriegen wir eh nur noch einen raus. Zweimal Segensblitze. So, noch drei. Wie wär's mit euch zwei Bäumchen hier? Wenn man die Richtung wenigstens noch angeben könnte. Wir fallen ja einfach querbeet. So, muss ich gleich mal ausrechnen, was diese 20 Metal Sheets kosten, Metal Bands kosten. Okay. Das war nicht die Alt-Taste, das war die Leertaste. 20 Stück brauchen wir dafür. So, wie sieht's denn hier eigentlich aus? Machen wir mal ein paar Lamps. Wie viel brauchen wir ungefähr? Ich glaube, drei brauche ich fürs Messer. Können ja ein klein weniger Vorrat machen. Sollte ausreichen. Und wenn es ja jetzt schon so weit heiß ist, machen wir den Rest in die Iron Bars. Wenn wir dann unser Häuschen hier stehen haben, geht's uns fröhliche Kisten bauen. Dann brauchen wir nämlich Lagerplatz ohne Ende. Oh, ist ja einiges drin. Achso, unser Multiplikator aktuell. Nicht so wirklich berauschend. Sechs, das reicht nicht mehr. Machen wir noch ein paar Lamps, dann passt's. Jetzt will er mich gerade.
2. So, und rufen wieder aus. Das brauche ich jetzt erstmal nicht mehr. Dahin wollte ich. So, schauen wir doch mal. Da sind die Türen. Da brauchen wir 3 Stück für von 6 Gold, 228 Silber, 144 Kupfer. Das passt. Also das Gold ist schon mal weg. Ja, 900 Silber haben wir noch. Können wir die 20 Metal Bands noch kaufen? Das noch mal bei Baklava. Das war, glaube ich, Mehl. Das passt. Mehl. Mehl, Mehl, Mehl. Was war denn das noch? Honig, ne? So, mal grob überschlagen. Viertausend Kupfer. Achttausend haben wir, ja, das passt. Dann können wir noch den ganzen Mist hier verticken, dem wir nichts anfangen können. Das ist das hier. Bis wir zur Alchemie kommen, das dauert noch. Das kann auch weg, das kann auch weg. Die uns jetzt mal aufheben. Die ganze Zeit habe ich es verkauft. Aber da wir jetzt theoretisch soweit sind, können wir ja mal gerade gucken. Nicht nur theoretisch, wir sind, glaube ich, auch praktisch soweit. Ja, bei weitem. Müssten wir uns nur mal gucken, wo wir diese Drying Frames hier hinstellen. Aber erstmal stellen wir das Geknister hier ab. Das nervt. Wobei, kleinen Moment mal. Wollte doch noch mal kurz was gucken. Kriegen wir auf 20, das wird sich, nee, das lohnt sich nicht. Die Federn bringen auch nichts. Ich glaube, wenn wir die weiterverarbeiten, hätten wir mehr davon. Aber da stehe ich mal ein paar Tage, bis ich 7000 Federn weiterverarbeitet habe. Achso. Klar, ich habe nichts zu essen bei mir drin. Deswegen finde ich da nichts.
gucken wir da. Baklava ist sogar im Angebot. Wie sieht's denn mit richtig gutem Essen aus? Nix. Bisschen besser, auch nix. Da hätten wir sogar noch was. Die 20 Silber habe ich noch. Passt. Das nehmen wir nämlich zum Leveln. Fehlen jetzt immer noch die Seile. Ach nee, Quatsch. Flax-Stamps. Bisschen was habe ich ja, aber das reicht bei weitem nicht. Runter ist denn das eigentlich? Da sind die Fasern. Oh, null. Das ist nicht viel. Ich glaube, die Sortierung muss man mal ändern. Leinen, Hank of Leinen, gibt's gar nichts. Haben wir eigentlich nur die Möglichkeit, diese Flax-Stamps zu holen? Das kostet 4.800. Ich glaube, somit ist unser Geld so ziemlich erschöpft. Na gut, dann sei es so. Können wir eh nicht ändern. Jetzt machen wir noch ganz flott unser Messerchen. Dafür brauchen wir ein paar Billets. Das sind Baumstämme, oder? Könnten auch Büsche sein. Ich dachte zuerst, es wären Wildschweine oder so. Hätten wir hier ein bisschen Abwechslung. So, Craft Handle, auf geht's. Danke, reicht schon. Ja, drei Stück. Ha, auch richtig in Erinnerung gehabt. Ja, genau, das ist das. Mist. So, jetzt stört's nicht mehr. So, Nägel, 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 Nägel. Wie? Keine Nägel?
Nanu, das ist nicht das, was ich wollte. Das haben wir, glaube ich, ein Problem. Yep, ich komme da jetzt nicht dran. Das heißt, das müssen wir dann in der nächsten Folge machen. Ich muss kurz reloggen. Gut, dann wie immer, wenn es euch gefallen hat, schaltet beim nächsten Mal wieder ein. Bis dann, ciao.